Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Mehmet und heute bin ich nicht alleine, heute zusammen mit... Mein Name ist Shigi David und ich heiße... So, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem neuen Eistee. Unser neuer Eistee Dirty und ihr entscheidet natürlich. Und ja, sie hat vergessen, meinen Namen dahin zu schreiben. Deswegen, wir hoffen, euch gefällt das Produkt und wir starten rein. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist 9:05 Uhr. Von uns? Ihr könnt euch vorstellen, wann ich ungefähr aufgestanden bin, damit ich komplett fertig bin, mit Haaren gemacht, mit Make-up gemacht, mit Outfit sitzt und so weiter und so fort. Wir sind heute in Berlin am Flughafen. Wie heißt das hier? Das ist der Unterschied zwischen Shirin und mir. Ich habe mir eine Jacke angezogen, meine Haare noch voll zerstörerisch, einfach eine Cap drüber. So läuft das. Gott. Jedenfalls sind wir heute hier am Privatflughafenbereich, denn wir fliegen heute zu einer ganz besonderen Location, da wir das zeitlich nicht geschafft haben. Ich würde sagen, auf geht's. Ob es wieder unter 10 Grad ist. Ich und Autos, das funktioniert einfach nicht mit dem Aussteigen. Wie wäre es mit Anschneiden eigentlich? Ich war gerade dabei. Excuse me. Nein, ihr musstet mich nicht zufälligerweise. Heute läuft aber auch gar nichts. Jetzt sind wir angestellt. Wir fliegen heute das allererste Mal gemeinsam zum Dirty Tasting ins Werk, direkt in die Produktion und werden vor Ort direkt verkosten, welche Sorte am besten schmeckt. Ich habe die Marke Dirty am 28. September 2020 ins Markenregister bereits eintragen lassen und seitdem teste ich nur noch Eistee-Sorten. Das heißt, ich habe die ganze Zeit nach dem perfekten Hersteller... Bitte kein Zitrone, bitte kein Zitrone, bitte kein Zitrone. Der macht mir wirklich diesen Dirty Taste, den ich haben will und bei dem ich glaube, dass ihr den unfassbar findet. Deswegen heute direkt vor Ort, direkt Feedback geben, das ist zu süß, das ist zu saftig, da möchte ich mehr von dem Geschmack, die Sorte möchte ich lieber haben. Ich glaube, es ist viel einfacher so zu arbeiten. Wenn der rauskommt, Leute, wisst ihr, was wir für ein Video machen? Wir machen dann Brattee von Capital Bra versus Dirttee und dann vergleichen wir das. Falls du nicht abonniert hast, ne, dann abonnier diesen Channel, um diese Videos nicht zu verpassen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich kann mir mal ansehen, wie das da überhaupt aussieht. Wie wird das produziert? Wir haben noch so eine geschnittene Obstplatte. Sie haben ja auch einen langen Tag. Wollen Sie die vielleicht einfach mitnehmen, so ein bisschen zum Naschen? Ich würde nicht nein sagen. Gratis Obstplatte nehmen wir. Junge, das hat schon irgendwie Drip, ne? Also diese Stelle hier so. Und dann so einfach so ein bisschen frei labern. Also wenn ich jetzt dachte, ich steige hier unfassbar aus diesem wunderschönen Flugzeug aus. Nein, Leute, ich sehe genauso aus wie ich in die G-Klasse. Kommt mir so vor, als würde Shirin das erste Mal High Heels tragen, so wenn sie aus einem Auto oder aus einem Jet aussteigt. Steige, genauso sehe ich beim Aussteigen eines Privatjets aus. Es ist beide schlimm. Ja, es ist schlimm. So, Freunde. Wir stehen jetzt hier vor dem Labor, wir gehen das erste Mal rein. Ich sehe schon Menschen mit weißen Gürteln. Mir wurde gesagt, hier wurde wahnsinnig viel vorbereitet für uns und ich bin richtig aufgeregt. Hallo, herzlich willkommen. Danke. Hier ist ja auch. Ja, vielen Dank. Wissen Sie, das machen die Jungs von heutzutage nicht mehr. Ja, die Jungs machen das nicht mehr. Ich bin eine Ausnahme. Also wir haben für dich vier Versionen Pfirsich-Eistee vorbereitet. Ärmel hoch, weil jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. So sieht es halt aus, ne? Mit Eistee Nummer 1. Pfirsich? Okay, krass. Ey, okay. Boah, sie will richtig mein Fasten hier brechen. Ich habe schon gemerkt, ne? Sie filmt extra so richtig, wie sie trinkt, ne? Damit sie sagt, Mehmet, ne? Der reagiert doch auf meine Videos. Oh ja, bitte, erzählen Sie uns. Wir haben unterschiedliche Aromatisierungen. Der Grundaufbau ist sehr ähnlich. Mhm. Das heißt, wir haben welche, die typischer für einen Eistee sind, bis hinten raus, wo es eher saftig, fruchtig, voll wird. Zitrone. Ja. Zitrone. Chin-chin. Nein. Hat Ihnen nicht gefallen? Ist
mir bei beiden ein bisschen zu wenig Geschmack. Hat ihr auch nicht gefallen. Zu wässrig. Es riecht nach Krümeleistee, was ich erstmal liebe. Es könnte aber auf jeden Fall mehr, also auf jeden Fall mehr Frucht wahrscheinlich haben und auch ein bisschen süßer oder wahrscheinlich mehr Frucht, aber einfach mehr Geschmack. Das muss auf jeden Fall noch mehr Taste haben. Da kommt sehr gerne. Jetzt kommt sehr, sehr spannend. Was ist das? Die ersten beiden sind Blueberry. Und dann kommt Cotton Candy. Dann kommt CC. Blueberry. Das wird unfassbar. Das wird crazy. Also ich sag euch mal so, ihr könnt gleich abstimmen, aber wenn ihr nicht für Blueberry votet, dann habt ihr einen Schaden. Das ist sehr unfassbar. Alter, wir haben es doch nicht getrunken. Wie soll man Schaden haben? Sie hat doch nur getrunken. Das riecht. Hallo? Ich muss kurz meine Mutter anrufen. Okay, Leute, wir sind gerade beim Tasting und ich sage euch, wirklich ohne zu übertreiben, ganz sachlich, es wird geisteskrank. Ich habe gerade Blaubeere probiert, wow. Pfirsich, wow. Zitronen müssen noch ein bisschen dran arbeiten. Ich probiere jetzt gleich Cotton Candy. Die Farben, wow. Das Aroma, wow. Wow. Das war unsere Gruppe und da muss ich die natürlich immer updaten, dass sie natürlich auch Bescheid ist. Ich würde dann mal höflich sagen, wir gehen mal rüber zu Cotton Candy, denn ich weiß, ihr habt ja auch schon sehr oft nach dieser Sorte Alter, was wir Shirizzles dafür tun würden, nur einmal in diese Gruppe reinzugehen. Fragt einfach nur, als ich angekündigt habe, dass wir Dirty machen. Da habt ihr immer meinen guten Freund auch Cotton Candy zitiert und deswegen, hier steht der Cotton Candy und der wird jetzt auch probiert. Wow, ich bin auch geschwört. Cotton Candy, what the fuck? Oh, der erste ein bisschen zu süß. Ein bisschen zu künstlich. Die zwei ist crazy. 4 ist geil. 3 ähnelt der 1 mit einem Hauch Eisbonbon. Ah, vielleicht mag ich es deswegen nicht. Ja, da müssen wir irgendwas mit. Nee. Also nicht für Cotton Candy. Ich glaube, es müsste die 1 sein, nur noch weniger von dem, ich sag's einfach mal, laienhaft künstlichen, weil alles andere wird zu fruchtig. Jetzt kommen wir nämlich für die Produkte für die großen unter uns. Wir haben hier eine Maracuja-Variante mit 5. Ja, perfekt. Da bin ich raus. Leider bin ich da raus, Leute. Und das war ernst gemeint. Nehmen wir mal das Cranberry. Oh, das kommt gut. Oh, der ist super. Beim Cranberry finde ich die zweite Version sehr gut. Aber was ich mich gerade frage, ist ja immer ein Cut, nachdem sie trinkt. Trinkt dann jemand anderes auch, der mit ihr ist, so, weil... Es wäre nicer, wenn sie mit mehreren da wäre und mehrere so von ihren Freunden, Familien so eine Meinung abgeben würde. Das finde ich irgendwie noch schwierig mit Maracuja. Da ist eine Mango oder ähnliches immer deutlich einfacher. Sollten wir das dann nicht mal probieren? Können wir machen. Deine Wahl. Du. Das mit einer Mango probieren. Dann nehmen wir Mango ordentlich Frucht und dann können wir es ja analog von dem bauen. Einmal mit Karbonisierung. Im Endeffekt von Fruchtgefühl genau gleich. Genau. Oder? Ja. Machen wir das so. Ja, ich glaube, andere probieren auch. Hier fließt mein Eistee durch. Hallo? Dirty, hallo? Hallo? Also, während wir gerade den allerersten Rundgang gemacht haben, gesehen haben, wie die Brauerei aussieht, haben die netten Herren hier schon mal eine zweite Version gemacht. Also quasi aus dem Feedback von der allerersten Runde sind jetzt hier nochmal Samples entstanden mit den Kritikpunkten, die wir hatten, mit den kleinen Veränderungen. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie die schmecken. Sehr, sehr. Ein etwas süßerer Eindruck. Einfach wirklich das allererste Sample, könnt ihr euch das vorstellen? Da will man doch aus Prinzip irgendwas anders machen, aber es ist einfach der erste. Green Tea Honey? What the fuck? Aber wir brauchen mehr, dass es nach etwas riecht. Der riecht nach nichts. Die Süße ist super. Ich glaube, da könnte auch noch so ein bisschen etwas mehr Honig rein. Das ist noch so. Oder ein bisschen Parfüm. Ein bisschen cremiger wirkt, mehr Taste und weniger wässrig. Aber das ist auf jeden Fall die Basis, weil das ist super weich, voll angenehm. Also, Freunde der Sonne, jetzt seid ihr gefragt. Wir haben hier einmal Blueberry und hier haben wir einmal Green Tea Honey. Und ihr müsst jetzt entscheiden, welche Sorte soll auf den Markt kommen. Ist es Blueberry? Ist es Green Tea Honey? Entscheidet jetzt, ihr habt 24... Ja, safe, Junge, wenn sie schon bei Blueberry so eine Reaktion gezeigt hat und ich dann schon auch Blueberry trinken will,
Leute, geht alle abstimmen und macht Blueberry, Alter. Ich mache jetzt auch Blueberry, komm. Ich stimme jetzt ab. Wir haben jetzt nochmal eine neue Version von dem Dirty, der dann im wahrsten Sinne des Wortes Dirty wird. Wir machen nämlich auch einen alkoholischen Eistee, habe ich euch vorhin erzählt. Wir haben jetzt nochmal die Option reinbekommen, diese Sorten. Yes! Leute, wir sind mit 66% vorne. Let's go, Blueberry, let's go. Mango zu nehmen. Beide haben einen Schuss Kohlensäure hinzugefügt bekommen. Und ich probiere jetzt mal, ob das vielleicht doch der geilere Taste ist. Ich finde schon sehr geil mit Kohlensäure. Ey, auch die Mango, wow, viel geiler. Richtig, richtig gut. Ich liebe das mit Kohlensäure. Wirklich, die Mango? Ey, hallo. Now we talking. Okay, Leute. Alter, sie hat gesagt, Kohlensäure rein. Die haben Kohlensäure reingemacht. Die Mischung ist toll. Das schmeckt richtig toll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich finde ja alles toll. Also, den einzelnen Filet-O-Fisch. Große Cola Zero. Große Pommes mit extra Süß-Sauersoße. Und bitte Chili Cheese Nugget 6er. Du hast jetzt für uns mitbestellt bei der großen Bestellung, ne? Nein, das war für mich. Das war's. Dankeschön. Erstmal 1-0. Alter. Ich habe Shirin gesagt, unsere Mitarbeiter, kümmere dich um sie. Also, Sicherheit geht vor, meine Damen und Herren. Nochmal für euer Verständnis, weil wir haben wirklich sehr, sehr viele Getränke getrunken. Sehr. Ein den ganz klassischen Dirty Eistee geben. Das heißt, 4 Sorten werden rauskommen. Pfirsich, Zitrone. Mein Booty schmeckt nach Cotton Candy. Und die 4. Sorte könnt ihr gleich mitentscheiden. Dazu komme ich sofort. Das 2. Produkt wird ein Ready-to-Drink-Getränk sein. Das heißt, es ist eine Alkoholmischung. Das heißt, ihr kriegt unfassbaren Eistee-Geschmack mit Alkohol. Das heißt, in dem Ready-to-Drink werden 5% Alkohol enthalten sein. Und das ist nur für über die 16-Jährigen. Das heißt, alle die unter 16-Jährigen dürfen, ganz gesagt, Dirty kommt im Spätsommer 2021 raus. Aber ich werde euch trotzdem mitnehmen und zeigen, was alles hinter den Kulissen ganz ist. Bis dahin müsst ihr einfach diesen Kanal abonnieren. Ich freue mich übertrieben drauf, es hat richtig Spaß gemacht. Also Punkt Nummer 1, bestellt mein Merch. Punkt Nummer 2, stimmt bei Dirty ab. 24 Stunden habt ihr meine Hörprobe. Ich darf das, weil ich es nie. Am Freitag werden wieder... Freitag? So viel Content und so viel Output. Wir sind da und werden es abchecken. Das ist für all diese ganzen 2, 3, 4 Jahre, an denen ihr nichts bekommen habt, deswegen... Vielen, vielen Dank für euren Support. Abonniert meinen Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt auf mehr Dirty, wenn ihr Bock habt auf mehr... Leute, ja, ihr habt sie gehört. Abonniert meinen Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Macht's gut, haut rein und ciao.